Ja, ich bin die Antje aus Chemnitz in Sachsen, bin 41 Jahre und habe eine Praxis für medizinische Schönheitspflege. Bei mir in der Praxis kommen viele Kunden an, also ich beschäftige mich mit Problemhaut und da kommen halt wirklich viele Kunden bei mir an, die mit der klassischen Kosmetik nicht weiterkommen und die auch beim Hautarzt dort auf taube Ohren stoßen, beziehungsweise muss ich auch manchmal sagen, wenn es der Hautarzt vor Zaubeutet hat, stehen die Kunden dann bei mir auf der Matte und ich versuche dann oder ich richte dann wieder. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich die Forever-Produkte noch mehr lieben gelernt. Weil mit den Produkten habe ich bei meinen Kunden Ziele erreicht, was ich, das hätten wir nie gedacht, dass wir überhaupt mit der Haut noch so weit kommen, wenn die schon so kaputt ist. Und deswegen ist Forever bei mir, muss ich sagen, das absolute Nonplusultra. Und auch meine Kunden haben es wirklich alle lieben gelernt und sagen mir auch immer wieder, die können sich ohne die Produkte nicht mehr vorstellen. Wenn wir jetzt sagen, eine kaputte Haut, meinst du da eher Neurodermitis, Schuppenflechte oder eher Akne oder ist das eine Zerstörung nach einer Verbrennung oder was? Eigentlich von allen etwas. Also ich habe Kunden, die im Erwachsenenalter mit Akne kommen, die vom Hautarzt alles Mögliche an Cremes gekriegt haben, wo nichts geholfen hat. Ich habe aber auch Kunden, die mit einer Schuppenflechte kommen, die nirgendwo weitergekommen sind. Ich habe Kunden, die Koporose hatten, die beim Hautarzt zum Lasern waren und hinterher alles nur noch schlimmer war. Die kommt dann zu mir. Also ich habe auch einen Kunde, wo der Hautarzt überhaupt nicht wusste, was er hatte. Bei dem kam eigentlich die Neurodermitis. Also so richtige Neurodermitis ist es auch nicht. Koporose, da kommt alles zusammen. Die Haut platzt auf. Die Haut ist extrem witterungsempfindlich. Da, wie gesagt, der Hautarzt weiß auch nicht, was er mit dem machen soll. Und der ist jetzt bei mir in Behandlung und da konnten wir schon mit den Forever-Produkten in Verbindung mit den Behandlungen wahnsinnige Fortschritte erreichen, dass die Haut jetzt im Winter das erste Mal problemlos überstanden hat, also ohne dass die Haut wieder aufplatzt und also alles solche Problemgeschichten, sage ich mal, die sind bei mir und da ist wirklich von der Akne bis zur großen Schuppenflechte, da ist alles dabei. Und du hast die Produkte kennengelernt über die Katrin, über die Nee, Schminkmarke. nicht über die Katrin, über die Dorothea Niedenführ habe ich die Sehr Produkte mal gut. auf einer Messe kennengelernt. Und muss ehrlich sagen, ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Mir ist in meinem Praxisalltag schon sehr, sehr viel begegnet. Und da habe ich gesagt, na, mal gucken, die können viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und habe ein einziges Produkt erstmal ausprobiert und das war die Propolis-Creme. Und die ist bis heute noch der Renner bei mir in der Praxis. Und die Qualität der Aloe Vera von Forever ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss ich wirklich so sagen. Insgesamt generell die ganzen Produkte, da kann ich nachher dann auch mal so, so ein bisschen was mit dazu sagen, weil ich habe auch mal ein paar so Vergleiche ein paar gemacht, was mir in meinem Praxisalltag so über den Weg läuft und im Vergleich zu den Forever-Produkten. Und da muss ich immer wieder sagen, es kommt keiner an die Produkte ran. Das ist ja das Beste, was es wirklich gibt. Und ich merke das auch, seitdem ich meine Praxis auf die Produkte umgestellt habe, erziele ich ganz andere Behandlungserfolge. Es ist so. Und das spricht einfach die Qualität für sich. Also ich finde Das es erstens mal total nett, dass du dir heute die Zeit genommen hast und du hast uns auch eine Präsentation vorbereitet. Und zwar geht es jetzt heute ganz gezielt ja um jede Haut. Also Haut ist ja unser größtes Aufnahme- und Ausscheidungsorgan, also eigentlich unser größtes Organ. Und wir wissen ja, alles, was wir uns auf die Haut draufgeben, das hat wirklich wesentlichen Einfluss auf unser Innenleben. Denn alles, was Genau. auf die Haut gibt, kommt ja auch in unser Blutsystem. Und Ja. wir haben jetzt gesagt, es wäre uns ganz recht, und das finde ich so super, dass du das machst, nämlich eine Hautpflege für den Sommer, nämlich für jeden. Weil viele sagen ja oder argumentieren, na, ich habe ja eh kein Problem und ich habe ja eh alles, bedenken aber nicht, dass sie, wie es in den nächsten 10 Jahren ausschauen könnte, ne? Genau. Also bei mir in der Praxis geht es auch immer darum, das, was ich heute mit meiner Haut mache, das soll auch noch die Entscheidung soll in 10 Jahren noch vertretbar sein. Und die Hautprobleme, die ich heute habe, sind die Konsequenz dessen, was ich vor Jahren mit meiner Haut gemacht habe. Und da ist es mir ganz wichtig, das, was ich heute an Behandlungen bei meinen Kunden mache, was man sich heute auf die Haut macht, dass ich in 10 Jahren damit überhaupt kein Problem habe, sondern immer noch sagen kann, das war das Beste, was ich machen konnte. Also die Hautgesundheit
steht da nachhaltig bei mir im Vordergrund. Und da sprechen immer wieder die Produkte für sich. Ich bin, wie gesagt, da so ein bisschen ein kritischer Mensch und habe da auch mal ein bisschen versucht, hinter die Kulissen zu gucken. Das werde ich euch auch gleich mal noch mit zeigen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass meine Kunden auch verstehen, warum denn überhaupt das Produkt, was steckt dahinter. Weil nur wenn ich das Warum verstehe, fällt es mir auch leichter, das überhaupt zu benutzen. Da bin ich absolut. Da achte ich immer sehr darauf. Und deswegen habe ich auch mal ein bisschen im es gibt nämlich sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien zur Aloe Vera. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, gerade Aloe Vera im Sommer für die Haut, warum ist sie denn gerade überhaupt als Sommerpflege so gut? Und da gibt es zum Beispiel eine wissenschaftliche Studie, warum Aloe Vera gerade bei schwerem Sonnenbrand oder überhaupt bei Sonnenbrand wesentlich besser wirkt als Cortison. Ich lese euch mal die Studie vor. Und zwar Dr. Julia Stumpf von der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg hat die antientzündliche Wirkung der äußerlich angewendeten Aloe Vera untersucht, um herauszufinden, ob das Gel bei Sonnenbrand eine Linderung verschafft. An der Studie nahmen 40 Probanden teil, deren Rücken zunächst auf Testfeldern bestrahlt wurden und anschließend entweder mit Aloe Vera Gel oder einer handelsüblichen Hydrocortisoncreme behandelt wurden. Die Untersuchungen ergaben, dass die Anwendung von Aloe Vera Gel bereits nach 2 Tagen zu einer signifikanten Hemmung der UV-indizierten Rötung der Haut führte und besser wirkte als das Hydrocortison, was ungünstige Nebenwirkungen wie Juckreizbrennen, Hautreizungen bis Hautschädigungen mit sich bringen kann. Dr. Stumpf kam zu dem Schluss, dass Aloe Vera Gel eine sehr gute Alternative zu einer Cortisontherapie darstellt, zumal das Aloe Vera Gel überdies antimikrobiell und entzündungshemmend wirkt, was ebenfalls iranische Wissenschaftler bestätigten. Die iranischen Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass Aloe Vera zu einem Zellvermehrungseffekt führt, was erklärt, warum die Wüstenlilie auch bei schweren Brandwunden so gute Heilung oder die Heilungsprozesse beschleunigen kann. Also es ist nicht einfach nur, sagen wir mal, wirklich Hokuspokus, was erzählt wird. Es gibt unwahrscheinliche wissenschaftliche Studien dafür, dass die Aloe Vera wirklich die Regeneration, die Hautregeneration beschleunigt. Genau. So, Sandra? Ja. Jetzt gibt es ja, hörst du mich? Ja, gehst du in der Präsentation mal weiter? Ja, und jetzt ist dann eben noch die Frage, okay, und jetzt gibt es natürlich 2000 Firmen weltweit, die Aloe Vera anbieten und Forever ist aber der große Unterschied. Genau, da macht die Qualität wirklich den Unterschied. Das muss ich immer wieder sagen, also der Anbau, wie angebaut wird, dass hier wirklich nach einem Bio-Standard angebaut wird, das ist der entscheidende Unterschied in der Qualität der Aloe Vera. Ich weiß, eine Kollegin von mir, die sagt, ach ja, ich habe auch ein Aloe Vera Gel, das ist 100% Aloe Vera, bei dir ist doch gar nicht 100% da drin. Wo ich sage, ja, 100% sind nicht gleich 100%. Wie wird sie denn angebaut? Was hat sie denn überhaupt noch für Nährstoffe? Das macht den Unterschied. Und da ist Forever einfach mal, ja, auch wieder unschlagbar in seiner Qualität. Da spricht einfach mal der Firmenstandort schon, der eigene spricht für sich. Deswegen ja, du hast ja eine wichtige Person neben dir sitzen, ja, die Katrin Mayer. Genau, die Katrin ist da die absolute Experte. Bei den Verarbeitungen, also Katrin, du kannst das ja bestätigen, du hast das ja auch mit eigenen Augen, so wie ich, wir waren ja schon auf den Fällen, du hast das ja schon gesehen und erlebt, ne? Genau, also ich sage jetzt einfach auch erstmal Hallo und ich finde das ganz fantastisch, dass die Antje das jetzt hier so schön auseinandernimmt und ich quäle die auch mit vielen Fragen, weil viele von euch, die merken ja einfach auch, wenn die Kosmetiker kennenlernen oder so viele skeptische Kunden haben, die dann auch kommen, ach nee, ich habe schon Aloe oder das hilft eh alles nicht oder ich habe meine Produkte. Und was die Antje so schön macht, die nimmt hier alles auseinander. Also wer uns jetzt kennt, wir haben schon einige Videos gedreht
Und ich bin immer die typisch, die so aus der Praxis was sagt. Und ich war auf den Plantagen und musste das essen und erklären und trinken. Und die Angie nimmt alles auseinander. Also das ist ein richtiges gutes Team hier mit uns beiden. Da treffen wir uns und nehmen uns gegenseitig auseinander. Und wie gesagt, ich gebe viele Erfahrungen weiter und die Anja macht einfach dann noch richtig was draus. Also das ist richtig schön komplett und finde das auch fantastisch, dass wir das hier wieder in unserem Webinarabend hier sehen. Ja, danke auch, dass wir dann so teilnehmen können und von euren ganz tollen Arbeiten auch hier profitieren in Österreich. Denn das gefällt mir halt bei Forever so gut, dass man sich hier einfach tatkräftig wirklich untereinander unterstützt. Das hat man kaum wo, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke an euch. Ich mache die nächste Folie, Antje. Genau. Und jetzt geht's los mit den Basisprodukten. Genau, das übergebe ich mal kurz der Katrin, weil da ist nämlich die absolute Expertin. Genau, die Antje ist ja in unseren Hautpflegeprodukten da richtig fit. Und ich habe ja jetzt zum Beispiel auch mit meinen Basics, mit denen ich arbeite, viel erklärt. Und ich liebe zum Beispiel diese Handsoap. Und die ist natürlich nicht nur für den Sommer wichtig, aber also für mich komplett wichtig, weil ich bin ja viel im Wasser. Und die gibt so viel Feuchtigkeit und die hat einen ganz angenehmen Duft. Und diese Seife war für mich damals auch so dieser Aha-Effekt, wo ich Forever kennengelernt habe, das erste Mal, dass mein was nicht brennt und juckt. Und Anja hat sie probiert, sie sagt, oh, das ist ein super Make-up-Entferner. Ja. Also die hat ja so viele tolle Eigenschaften. Sie sagt, für das, was du dir nur nimmst, ist das eigentlich viel zu wenig. Ja. Die kann ich komplett in meine Kosmetik reinnehmen. Und deshalb haben wir die auch so schön auseinandergenommen. Genau, also ich kann es nur allen Damen empfehlen. Die Handsoap als Make-up-Entferner ist absolut super. Es geht jegliches wasserfestes Make-up, es geht alles damit runter. Und wenn die fast leer ist, wenn ihr merkt, da kommt fast nichts mehr raus, füllt euch die Flasche mit Wasser auf und dann könnt ihr das so als Augen-Make-up-Entferner oder so vorher schon benutzen. Also die ist bei mir immer die Basis. Für jeden Hauttyp, für alle ist die super geeignet, so mild wie sie ist von ihrer Zusammensetzung her. Die greift den Schutzfilm der Haut nicht an, die gibt viel Feuchtigkeit zurück. Die klärt das Hautbild, also nicht nur für die Hände, für den ganzen Körper, fürs Gesicht, die ist ein absolutes Multifunktionsprodukt. Und daher gehört die bei mir zur Sommerpflege auch mit dazu. Genau, hier ist es auch wichtig, wenn wirklich jetzt gerade auch die Kinder, wenn die doch mal sehr gestresste Haut haben von der Sonne, ist dadurch, dass hier so viel Aloe drin ist, ist die ganz sanfte Haut, auch wenn man sich dann doch mal ein bisschen verbrannt hat und waschen muss, fantastisch einfach auch für die Hände ja sowieso, aber auch bei den Kleinen für die Haare, weil das auch ein ganz angenehmer Duft ist. Ich verschenke sie auch total gern, wenn ein Baby auf die Welt kommt, weil du kannst sie auch einen Spritzer einfach ins Badewasser geben und als Babybad verwenden. Und wo ich halt einfach so dankbar bin, dass es sie gibt, weil ich so viele Frauen einfach als Thematik habe, das Tabuthema Intimzone. Also auch, weil du das angesprochen hast, genauso wie der Schutzfilm im Gesicht, der Schutzfilm natürlich auch in der Scheidenflora. Und hier ist einfach diese Seife ein absolutes Basisprodukt für den ganzen Körper. Ja. Genau, und bei mir geht es ja auch nur dadurch, dass ich manchmal wirklich 4 Stunden im Wasser bin mit den Babys und das wird richtig gesättigt, meine Haut danach. Und ja, dann haben wir natürlich unser First, das ist so ein bisschen mein Favorit mit für die Sonnenpflege ja sowieso. Und wenn wir jetzt rausgehen, viele habe ich jetzt schon gesehen, die haben in der Handtasche einfach so eine kleine Wasserflasche, einen Sprüher und sprühen sich da immer damit ein, damit sie die Haut erfrischen. Da ich gesagt, aber Wasser, ich spreche da aus Erfahrung, trocknet ja die Haut extrem aus und es schuppt und wir haben kleine Fältchen. Und er sagt, nehmt euch das First Spray, das könnt ihr auch in diese kleine Flasche reintun, in die Handtasche und immer aufs Dekolleté sprühen oder ins Gesicht. Das kann man ja auch aufs Make-up drauf sprühen. Und gerade auch, ich mache es gerne auch auf die Haare, wenn man dann draußen ist und komplett auf Arme, überall, was die Sonne da erreicht, ist dieses First Spray richtig toll. Und ich finde es fantastisch, dass wir die kleinen Flaschen haben, weil das gehört einfach in die kleine Hausapotheke rein. Und auch in jede Handtasche. Aber nicht nur Handtaschen bei den Frauen, sondern auch die Männer brauchen das. Und ich mache das auch, wenn ich jetzt lange im Wasser war. Ich sprühe mich sogar vorm Duschen nochmal mit diesem First ein, weil bei mir ist ja doch immer ein bisschen Chlor drin in dem Wasser. Und das zieht raus. Das ist, die Aloe ist ja auch astringierend. Und dann seife ich mich mit der Soap ein
und auch nach dem Duschen nochmal First drauf. Also das First, das ist bei mir immer voll im Einsatz. Und für die Kinder jetzt einfach auch, wenn die im Wald gehen, rausgehen, nicht nur, wenn sie sonnengestresst sind, sondern schon auch vorher, wirklich vorher das First schon mit drauf machen. Ja, also gerade auch aufgrund von seinen Inhaltsstoffen gehört für mich das First Spray schon auch mit zur Sommerpflege mit hinzu, wenn die Haut so ausgetrocknet. Die Sonne zieht immer, können wir machen, was sie wollen. Und wir müssen die Feuchtigkeit wieder zurückgeben. Und da ist das First Spray mit seinem hohen Aloe Vera-Anteil und auch den enthaltenen Kräutern und den enthaltenen Vitaminen. Also die Vitamine, die dort noch hinzugesetzt sind, sind für mich immer das A und O noch mit. Für die Hautregeneration ist das einfach mal das absolute Nonplusultra. Deswegen Sommerpflege geht ohne First Spray überhaupt nicht. Genau. Genau. So, dann haben wir unsere Jelly. Das ist auch mit eins der wichtigsten Produkte. Wir haben ja vorige Woche einen Bio-Lifting-Abend gemacht. Wir haben endlich mal wieder uns getraut mit ein paar Mädels. Es waren auch Männer, zwei Männer dabei. Ja. Habe ich der Antje einfach mal Tipps gegeben, weil ich liebe ja diese Abende mit diesem Bio-Lifting und durch Corona hat es das ja alles völlig ausgeschert und habe gesagt, pass auf, ich mach mal mit dir so ein. Also die waren total begeistert. Mhm. Und da haben wir als Favorit auch immer wieder diese Jelly. Egal, ob es nach dem Peeling, mit der Maske oder mischen. Die Jelly, das ist ein richtig tolles Gel und die kommt vorher, bevor wir in die Sonne gehen, drauf. Die kommt danach drauf. Die kommt auch auf die Haare. Also ich nehme sie auch als Haargel mit. Ganz, ganz toll, ja, was die sonnengepflegte Haut ist. Und vor allen Dingen ist Dekolleté. Und was ich gerne mache, den Tipp habe ich auch von der Antje bekommen, einen kleinen Tropfen von dem Alpha-E-Faktor. Aber der wird sie nachher nochmal genau auseinandernehmen. Und hier sind viele Leute, die mich erst einmal mit dieser Creme sagen, oh, ich weiß auch nicht, die klebt. Ich sage, ja, es ist ja auch keine Creme, sondern das ist das reine Gel, was ihr trinkt. Das ist hier in der Tube und es sind ein paar Meeresalgen drin, damit es nicht rausläuft. Und dann macht das mal richtig als eine schöne, frische Maske aufs Gesicht. Stellt sie vorher in den Kühlschrank. Genau. Also im Sommer muss die einfach in den Kühlschrank. Und dann legt sie euch auf. Die müsst ihr auch nicht wegwaschen. Das ist so ein richtig schöner, frischer Booster. Und wer das will, dann einfach einen Tropfen von Alpha E oder das tolle Serum. Ja, also da kann ich wirklich nur sagen, Jelly gehört auch zur Sommerpflege nach dem Sonnenbad. Die Haut braucht wieder Tiefenfeuchtigkeit und nichts ist besser, wenn ich meiner Haut eine ganz natürliche Feuchtigkeit zurückgeben kann mit Aloe Vera. Deswegen unbedingt das Jelly und der Tipp wirklich, im Sommer stellt es in den Kühlschrank. Besser geht's gar nicht. So, als nächstes Gesichtspflege als Basis. Genau, der Aktivator, für mich gehört der Aktivator dazu. Pures Aloe Vera nochmal, Feuchtigkeit pur. Und hier ist nochmal Vitamin C mit enthalten. Das ist das, was im Sommer unsere Haut zur Regeneration auch unbedingt mit braucht. Deswegen lieb ich den Aktivator da als Tonik vor der Pflege aufzutragen. Ist der für mich das absolute Highlight. Als Serum empfehle ich ganz gerne, oh, du machst das toll, danke. da empfehle ich noch ganz gerne den Epi Blanc. Viele von uns, die kennen den Epi Blanc eher für Pigmentflecken, aber das Gel kann noch viel, viel mehr. Und zwar aufgrund der Inhaltsstoffe von dem Epi Blanc ist der so richtig schön zur Stoffwechselaktivierung noch mit geeignet. Und gerade das braucht unsere Haut im Sommer, weil die wird durch die Sonne, durch die Wärme, durch Schwitzen, Klimaanlage, wieder raus aus dem Auto, da ist es wieder warm, die wird so gefordert. Und da gleicht der Epi Blanc sehr, sehr viele aus mit durch seine Nährstoffe, die der enthält. Der enthält zum Beispiel einen Wildblumenextrakt, der den Stoffwechsel aktiviert. Es ist aber auch wieder Vitamin E und Vitamin C enthalten, also die Nährstoffversorgung der Haut ist da einfach mal super gegeben. Deswegen der da mit dazu. Keine Angst, der tut nicht wieder die Bräune auflösen oder sowas. Also die Bräune bleibt wirklich erhalten. Die Haut wird in ihrem Stoffwechsel sehr, sehr gut unterstützt. Als nächstes liebe ich dann noch den Alpha-E mit. Der Alpha-E ist auch die Tiefenfeuchtigkeit für die Haut. Das Schöne, wir brauchen nicht viel von dem. Ein, zwei Tropfen in die Pflege mit rein reicht vollkommen zu. Auch das ist wieder die absolute Basisversorgung, ja. Gemischt zum Beispiel mit dem Jelly, absolut perfekt.
der Alpha E auch mit seiner Zusammensetzung Kokosölextrakt enthalten, um dass die Haut schön wieder ihre Rückfettung bekommt. Es sind Vitamine enthalten und es ist auch noch Borage-Öl mit enthalten. Und dieses Borage-Öl stärkt unsere Hautbarriere, die gerade durch die Sonne richtig stark gefordert wird. Deswegen gehört der mit dazu. Wir können den Alpha-E mit allem eigentlich mischen, was wir wollen. Egal, ob es ein Serum ist, ob es eine Creme ist oder so, den können wir überall von seiner Konsistenz in Tröpfchen mit hinein, verstärkt die Wirkung von allem mit. Perfekt. Ja, habe ich eine sehr gute Erfahrung auch. Ich habe Kunden, die sehr viele Locken haben und durch die Sonne auch teilweise blondiert und die Haare sind extrem trocken. Und die nehmen ein paar Tropfen von dem Alpha-E-Faktor, nehmen die Firstflasche halb voll nur, mischen sich da ein schönes Haarkur-mäßiges und das machen die über Nacht drauf. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch Kunden, die haben gesagt, ich wasche das gar nicht mehr raus, ich lasse das einfach drauf. Na, also wer jetzt so kurze, strubbelige Haare hat, die schnell fetten, dann ist es nur mal als Haarkur gedacht. Ja. Aber wer lange Haare hat, ne Sandra, die nehmen das ganz super als eine Haarkur. Also die schwören förmlich drauf, die haben gesagt, es gibt keine bessere Haarkur als mit dem Alpha-E-Faktor und dem First Spray. Ist mir gerade eingefallen. Ja. Nein, aber das stimmt. Aber es geben ja viele Leute beim Haarbedarf sehr viel Geld aus für diesen Sonnenschutzspray, wenn sie auf Urlaub fahren. Aber sie haben ja dann diese Produkte sowieso zu Hause. Und deswegen, man spart mit Forever wirklich richtig Geld. Ich nenne den Alpha-E-Faktor auch gerne ein Joker-Produkt, Antje. Es ist ein wirklicher Joker, so wie du gesagt hast. Man kann ihn immer überall dazu mischen, um nochmal eine verbesserte, verstärkte Wirkung zu machen. Und den First Spray hat man sowieso als Basisprodukt zu Hause. Den Alpha-E sollte man auch zu Hause haben. Und im Endeffekt kann man sich wieder Geld sparen, indem man sich eben genau so ein, eben diese blondierten Haare und Chlorwasser und Meerwasser und Sonne. Genau. Und hat statt einem teuren Haarpflegespray, den man extra kauft, das hat man alles zu Hause mit unseren Produkten. Ja, sehr gut. Also das Schöne ist, dass alle Produkte wirklich kompatibel sind. So, jetzt kommen wir zu dem neuesten Produkt. Das Hydrating Serum. Seit letzter Woche erst da. Ich habe es mir sofort bestellt. Ich habe es ausprobiert. Es ist absolut top. Ich will euch jetzt einfach mal ein bisschen was dazu sagen, was da alles drin ist, was das Serum so besonders macht. Als allererstes ist auf jeden Fall unsere Aloe enthalten, Hauptbestandteil, absolut super. Dann ist Hyaluronsäure noch mit enthalten. Es sind verschiedene Hyaluronsäurearten enthalten. In der Produktbeschreibung können wir es alles lesen. Es ist niedermolekulare und hochmolekulare Hyaluronsäure enthalten. Ja, was ist das? Meine kleine Erklärung dazu. Und zwar die hochmolekulare Hyaluronsäure, die geht in die oberste Hautschicht. Die ist dafür da, dass die Haut sofort aufgepolstert wird, dass die Haut in der Oberfläche keine Feuchtigkeit verlieren kann. Die bildet so einen Oberflächenschutz. Die niedermolekulare Hyaluronsäure dringt tiefer in die Haut ein, die geht bis in die erste Hautschicht hinein und plustert dort richtig die Haut auf, um da die Feuchtigkeit nochmal zu halten. Das ist der Unterschied von diesen beiden Hyaluronsäuren. Was für mich in dem Produkt das absolute Nonplusultra ist, und zwar ist der Schneepilz. Der Schneepilz ist ein asiatischer Heil- und Speisepilz und der unterstützt die Durchblutung der Haut mit. Und er ist von seinem chemischen Aufbau eigentlich fast identisch mit der natürlichen Hyaluronsäure. Der wird auch in Fachkreisen das so als Biohyaluron bezeichnet. Und das finde ich ganz, ganz super. Der ist hier in einer recht hohen Konzentration auch mit enthalten, wo man wirklich sagen kann, hier ist ein ganz natürliches Hyaluron enthalten, was die Haut natürlich schön glättet, schön frisch macht, ja, frischer und jünger ausschauen lässt. Und das ist für mich das Nonplusultra in dem Produkt. Es sind noch viele weitere natürliche Extrakte, wie zum Beispiel weißer Tee enthalten. Es ist auch Mimosenrinde und ein Tamarinde mit enthalten. Beide schützen die Haut vor schädlichen Einwirkungen mit.
Also die ganze Kombination ist absolut super ausgereift, finde ich. Ich bin total begeistert. Und was mir auch gefällt, ist die Konsistenz von dem Serum. Es ist ein ganz leichtes Fluid. Es zieht wirklich ganz, ganz schnell in die Haut ein. Wir brauchen, also ich habe bei mir für Gesicht, Hals und Dekolleté nur einen Pumper gebraucht, mehr nicht. Es ist ganz schnell weg und man spürt, ja, man spürt eigentlich nicht, dass man es überhaupt drauf gemacht hat. Und so sollte es auch sein. Es entfaltet in der Haut seine Wirkung. Also ein absolutes Nonplusultra-Produkt, gerade jetzt für den Sommer. Hyaluron speichert so viel Feuchtigkeit, das brauchen wir. Und gerade mit diesem Bio-Hyaluron, mit dem Schneepilz, ein absolutes Top-Produkt, wo ich sagen kann, probiert es aus, ihr werdet alle begeistert sein. Ja, und genau, ein guter Tipp jetzt auch, weil wir hatten ja vorher dieses schöne Serum, wo ganz viele sehr, sehr traurig waren, dass das nicht mehr da ist. Und ich muss sagen, wo ich das jetzt probiert habe, bei dem vorhergehenden von der Sonja, da waren immer so leichte Kriechöle drin. Und für mich war das manchmal einfach, wo ich denke, das hat zu sehr geglänzt oder war zu fettig. Und wo ich jetzt hier das Serum drauf gemacht habe, ihr habt gesehen, ich habe wirklich nur einen Pumper genommen und habe es mir wirklich schön hier aufs Gesicht aufgetropfelt und das Dekolleté. Und es ist ganz angenehm drauf, es fettet nicht, es ist richtig schön weggezogen, leicht. Also ich muss sagen, ich glaube, das wird jetzt mit eins meiner Lieblingsprodukte. Ja. Und wir hatten ja letzte Woche, wo wir das Biolifting gemacht haben, klar, wir haben vorher schön Masken gemacht und dann haben wir die Jelly drauf gemacht und dann das Serum. Das hat mir vollkommen gereicht. Ja. Also es gibt so viel Feuchtigkeit, dass manches Zusatzprodukt doch überflüssig wird, muss ich wirklich sagen. Also ich kann nur sagen, probiert euch aus damit. Es ist wirklich absolut toll. Eine super leichte Sommerpflege, also zu wenig für den Winter, aber im Sommer jetzt eine super leichte Sommerpflege, kann ich mir vorstellen. Vor allem durch den weißen Tee, der drinnen ist, hast du ja eine unglaublich hohe Menge an Antioxidantien mit drinnen. Genau. Also es sind noch Vitamine, die ganze Zusammensetzung ist wirklich super. Es ist Vitamin C drin, es ist Vitamin E drin, die Hyaluronsäure, der grüne Tee. Es ist die ganze Kombination macht das Produkt wirklich richtig sehr ausgereift und ist dadurch auch für den Sommer, für die gestresste Haut, eine super Unterstützung mit. Dass die Haut wirklich nicht zu viel Feuchtigkeit hat. Die Leute, die rauchen, ne? Die Raucherhaut, ist ja auch immer so ein Thema. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt ja dann auch so Typen, die sagen, ich möchte genau, dass du mir ein Produkt gibst, Sandra, und das muss für alles. Und da habe ich schon das alte Serum gerne genommen, weil es einfach von der Konsistenz her und der Anwendung her so optimal war. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Serum genau da wieder anschließt. Ja? Ja. Und sagt, für Männer und für Frauen super geeignet. Und sofortige Wirkung, sofortiges Gefühl und eben genau aus dieser Zusammensetzung ein absolutes Top-Produkt. Und ich bin sehr froh, dass es wieder da ist. Also ich bin auch absolut begeistert. Was ich empfehlen kann, klickst du mal eins weiter, bitte? Ja. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, würde ich dich jetzt noch fragen, was sagst du zum Preis vom Serum im Vergleich zu anderen Firmen, die solche Produkte anbieten? Top. Also es gibt andere Serien, die es 3- oder 5-fache kosten. Wenn ich mir die Liste der Inhaltsstoffe da angucke, die können nicht damit mithalten. Ich bin sehr, sehr akribisch. Ich habe mir wirklich die komplette Inhaltsstoffliste auseinandergenommen. Also ihr könnt es ja sehen, ich habe wirklich alles. Ich habe mir alles auseinandergenommen. Die anderen können echt nicht damit halten, muss ich wirklich sagen. Die Zusammensetzung, die Kombination der Inhaltsstoffe, das ist das, was es macht. Und da finde ich Forever immer wieder absolut super, weil Forever vergisst eines nicht, und zwar die Vitamine noch mit zuzusetzen. Das ist das, was ich immer wieder merke, was bei anderen Firmen fehlt. Was sich bei Forever durch jedes Hautpflegeprodukt durchzieht. Ich habe noch keins gefunden, wo die Vitamine nicht zugesetzt sind, und das verstärkt nochmals die Wirkung der überhaupt schon hochwertigen Inhaltsstoffe. Und damit erreichst du dort ganz andere Sachen. Deswegen, das ist für mich ein absolutes Top-Produkt und vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, gibt für mich nichts Besseres. Na? Okay. Dann, was für mich zur Sommerpflege mit dazugehört. Ich mag eine Sommerpflege, die schön, leicht und frisch ist.
Und da setze ich auf die Sonja-Serie. Das ist eine gelbasierte Serie und gerade im Sommer, wenn es warm ist, die Sonne, ich mag da nichts, was irgendwie zu viel ist auf der Haut. Deswegen diese Gel-Serie ist da absolut super. Ich kann sie da nur empfehlen, wenn dort jemand sagen sollte, mir ist die vielleicht doch ein bisschen zu wenig in der Feuchtigkeit, bleibt beim Gel und nehmt einfach ein Tupfer-Jelly oder ein bisschen Alpha-E dazu. Schon ist das Ganze reichhaltiger und es bleibt nichts auf der Haut stehen. Also das ist wirklich eine super frische Versorgung im Sommer für die Haut, gerade wenn es halt wirklich so richtig heiß ist. Das heißt, genau. Ja, habe schon gesagt, die Zeit, wir werden noch so viel erzählen, aber ja, was für mich hoffentlich wieder. Das heißt, wir werden diese grüne Serie demnächst einfach mal wieder, wenn du Zeit hast, mal durchgehen, weil das ist sicher. Genau, die nehmen wir mal richtig durch, genau. Aber, ja, wir müssen einfach weitermachen. Dürfen wir doch, wer nicht mehr hören will, kann ja wegschalten. Genau. Ja, was zur Sommerpflege dazugehört, ist die Protecting Day Lotion. Die ist für mich das absolute Nonplusultra. Also ich finde die ganz, ganz toll. Und viele sagen, die ist mir zu viel, die ist mir zu dick, die ist mir zu straff. Die ist durch das Zinkoxid, ja, ist sie ein bisschen straffer schon. Nehmt einfach Jelly dazu. Mischt die euch mit dem Jelly und schon habt ihr eine ganz leichte Pflege. Aber die Protecting Day Lotion ist auch von ihrer Zusammensetzung her eine wunderschöne Tagespflege. Also dort ist alles drin, was die Haut braucht. An Vitaminen, gerade auch ist dort noch ein Milchsäurebakterium mit drin, dass der Säureschutzmantel der Haut auch schön erhalten bleibt, dass von der Sonne da wirklich nichts angegriffen wird. Also ich bin ein bisschen traurig, dass die jetzt erstmal eine Ruhepause kriegt, die Protecting Day Lotion. Ich kann es euch nur empfehlen, bestellt sie euch auf Vorrat. Dass ihr die immer da habt, selbst für einen Winterurlaub zum Skifahren. Absolut top. Kommt wieder. Die kommt wieder, ja. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Also, das ist es. Also, die gehört für mich zur Sommerpflege mit dazu. Da kann ich nichts rankommen lassen. Gut. Was ich für den Sommer auch noch mit liebe, gerade wenn wir den ganzen Tag in der Sonne waren, ist die Zellulose-Maske. Das ist auch eine, die gehört für mich in den Kühlschrank. Abends die Maske aus dem Kühlschrank auf die Haut auflegen, die Rötungen, der Stress, der geht aus der Haut raus. Also Feuchtigkeit pur, dort ist alles enthalten, was die Haut zur Regeneration nach einem Sonnenbad braucht. Da müsst ihr euch das Video anschauen, da habe ich mit Antje ein Video gemacht, wo wir die wirklich mal ausgerungen haben. Ja. Das wird die richtig auseinandergenommen und schön erklärt. Wir haben ein Video gemacht, wo wir die auch nochmal mit einem Vergleichsprodukt mit vergleichen, wo wir zeigen, was dort wirklich so besonders dran ist. Also guckt es euch an, die gehört zur Sommerpflege mit dazu, also generell ist ein super Produkt. Absolut. Ja, und die Sonnencreme erkläre ich euch nächste Woche. Das denke ich mal jetzt. Das können wir. Gehört dazu, aber ich glaube. Die Creme gehört dazu. Jetzt gerade. Genau, wenn die Leute glauben, die Sonne ist hinter den Wolken, so hat die Sonne jetzt ihre Kraft. Genau. Also der UV-Schutz sollte immer da sein, auch wenn die Sonne, wie gesagt, gerade mal hinter den Wolken verschwunden ist, jetzt gerade im Sommer. Sonnenschutz gehört dazu. Deswegen auch immer tagsüber die Protecting Day Lotion auftragen. Also da geht bei mir im Sommer nichts. Ich fahre Motorrad und selbst wenn wir Motorrad fahren, trage ich die immer auf, weil wenn ich weiß, wir machen irgendwo Pause, wir sitzen dann immer in der Sonne. Die gehört dazu. Also ohne die geht bei mir nichts und ich habe mich auch noch kein einziges Mal verbrannt. Ich bin ein sehr, sehr, wer mich kennt, ich bin ein sehr, sehr heller Hauttyp. Also ich verbrenne mich sehr, sehr schnell, aber mit den Produkten überhaupt nicht. Und ich bekomme vor allen Dingen auch Farbe. Ich kenne es noch von früher. Jegliche Sonnenmilch, wenn ich mir irgendwas drauf gemacht habe, ich habe mich nicht verbrannt, aber ich bin auch nicht braun geworden. Jetzt kriege ich auch trotz allem meine Farbe. Ja, und hier ist es ganz wichtig, dass ihr auch wenig nehmt und das relativ schnell verreibt. Ja, und hier ist ja auch diese die kleinen Zinkoxid-Spiegelchen, sage ich immer, die das Sonnenlicht eher reflektieren. Und das ist ja auch der Unterschied zu diesen biologischen Filtern als zu diesem chemischen Filter.
Aber ich denke mal, da nehmen wir nicht später nochmal gut. Sie, ja, das sie, machen. Sie riecht auch wirklich gut. Sie riecht so richtig nach. Riecht wie Urlaub. Ja, riecht wie Urlaub. Ja. So, jetzt schaue ich noch oben aufs Feld. Ja, Sonnenschutz haben wir schon gehört. Haben wir jetzt gerade, genau. Wahnsinn. Und ja, und mein Abschluss noch, was für mich zur Sommerpflege dazugehört, ist Nahrungsergänzung. Die Dailies sind die absolute Basisversorgung, nicht nur für die Haut, auch für den ganzen Körper. Und aber wenn unsere Haut so auch so gestresst wird, die braucht die Haut diese Basisversorgung aus den Dailies. Also die vergesst die bitte nicht. Für mich gehören die nicht nur im Winter wegen dem Vitamin D dazu, sondern immer, jeden Tag, auch im Sommer. Die Basisversorgung, was hier an Vitaminen, an Nährstoffen, Mineralstoffen mit drin ist, das braucht unser Körper jeden Tag. Und für jedes Alter, nicht nur für die Älteren, sondern auch die jungen Leute. Für jeden, ja. Dann gehört für mich das Hyaluron noch mit dazu, das Active HA. Unsere Haut verliert viel Feuchtigkeit im Sommer durch das Schwitzen. Also das Active HA ist auch eine Nahrungsergänzung, die im Sommer immer dazugehören sollte. Und dann das A-Beta-Care. Vitamin A und Vitamin E braucht unsere Haut zur Regeneration. Und wenn wir viel in der Sonne sind, muss sich unsere Haut immer wieder regenerieren. Und da sind Vitamin A und E unerlässlich, deswegen das A-Beta-Care. Prost! So, das war's.